Jörs Milder bei der Vorbereitung. Im Vordergrund Damenweltmeisterin Anja Groth. Das war das Startsignal für die 10-minütige Anfütterungszeit. Während dieser Zeit darf nicht gefischt werden. Der Niederländer Arjan Klopp ist mit zu den Favoriten der Europameisterschaft zu zählen. Nicht allein aufgrund seines Heimvorteils. Ich bleibe hier während der Anfütterungszeit. Hier der englische Angler Alan Scotthorn. Dieses zweite Signal zeigt an, dass gefischt werden darf. Zwischen dem Engländer Alan Scotthorn und dem Niederländer Arjan Klopp sitzt der Russe Juri Sirtsov. Das wird ein spannendes Duell, denke ich. Den ersten Fisch in diesem Bereich fängt der Niederländer Arjan Klopp. Der etwas größere Fisch wird von Arjan gekeschert. Der bekannte Italiener Jacopo Falzini hat einen Endplatz auf B1. Der Deutsche Thomas Del Fabo sitzt mitten im Sektor. Der junge Engländer Matt Derry zeigt hier, dass er bereits technisch zu den Besten gehört. Thank you.
that's good, really, because there's not many green on the top end of that section. The problem we've got with Matt here is he's doing really well on small. Der Deutsche Roland Witwer sitzt auf C3. Der Niederländer Ramon Passmans fängt auch mit der Matchroute. Der mehrfach erfolgreiche Engländer Will Raisen. Er fängt in seinem Sektor die meisten Fische. Diese 43 Fische reichten jedoch nur zum enttäuschenden 6. Platz für ihn. Der Niederländer Jo Ariolo sitzt auf D1 und fängt mit 72 Fischen die meisten. Damit belegt er jedoch nur den 3. Platz im Sektor. Denn es ist unbedingt erforderlich, einen Bonusfisch zu fangen, um ganz oben zu sein. Der Däne Simon Jensen kennt dieses Gewässer von 2009 her. Hier wurde er 3. bei der Weltmeisterschaft in Almere. Hier hat er einen ca. 2,5 Kilo schweren Aaland am Haken. Sein Nebenmann Erik Bata aus der Slowakei kämpft bereits 35 Minuten mit einem Fisch. Thank you.
Dieses Signal zeigt an, dass noch 5 Minuten gefischt werden darf. Beim nächsten Signal muss der Fisch aus dem Wasser sein, ansonsten wird er nicht mitgewertet. Circa 1,5 Minuten vor dem Endsignal hat er es geschafft. Lorenz Wiatoszek aus Weißrussland hier beim Wien. Mit seinem Gewicht von 5569 Gramm wird er Sektorensieger. Simon Jensen mit seinem Aaland und mehreren kleinen Fischen. Winde? Eide? Eide? Oh, wow! 3 kilo 190 gram. Dan moet je 3 van hebben. 5 kilo 195 gram. Erik Bata aus der Slowakei erzielt ein Gewicht von 5195 Gramm. Er wird damit Sektorensieger. Der zweite Wettkampftag der Europameisterschaft 2016 hat begonnen. Es ist 8 Uhr und das Signal zum Betreten der Sektoren und zum Vorbereiten des Materials ist gegeben. Die Kontrolle der Köder und des Anfütterungsmaterials wird durchgeführt. Hier bei Will Raisin, dem Engländer. Okay. Okay. Good luck. Thank you. Good luck. Thank you. Yeah. Ladies World Championship in Merida with my wife. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das Signal zur Anfütterung ist erfolgt. Mein Ziel ist es, den neuen Europameister im Film festzuhalten. Wer wird aber der neue Europameister? Es kommen alle 10 Angler in Frage, die am ersten Tag ihren Sektor gewonnen haben und gegebenenfalls auch noch die 10 zweitplatzierten Angler. Nach Sichtung der Ergebnislisten und der Auslosung für den zweiten Tag habe ich mich für Thomas Walter entschieden. Er hatte das zweithöchste Gewicht am ersten Tag und einen Endplatz für den zweiten Tag gezogen. Dagegen hat gesprochen, dass in seinem Sektor so bekannte und hervorragende Angler wie der Franzose Stefano Linda, der Italiener Ferruccio Gabba, der Engländer Will Raisin, der Slowake Erik Bata und nicht zuletzt Günther Horler erst einmal besiegt werden müssen. Thank you.
3 Minuten nach Ertönen des Startsignals bekam Thomas Walter einen Biss. Was sich dort an der Leine befand, war ein sogenannter Bonusfisch. Diesen benötigt jeder Angler, der die Top-Platzierung im Sektor erreichen möchte. Es ist ein Aaland und das nach 4 Minuten. Das beruhigt und gibt Hoffnung. Wie ist Thomas? 1 Kilo Jas. Jas? Ja. Non è la prima volta che salgo. Hilft dir ja. Aber auch die kleinen Fische, wie Rotaugen, Barsche und Kaulbarsche, wollen erst einmal gefangen werden. Alan Scotthorn versucht es zeitweise mit Speedfischen in Ufernähe. Einer seiner 55 Fische. Lee Edwards aus Wales fischte heute die 4 und wurde mit der gestrigen 1 Mannschafts-Europameister. Der Deutsche Robert Schroll mit einem seiner 21 Fische. Ich sehe ja, wenn die anderen rot haben. Nicht viele Angler versuchten es mit der Matchroute, wie hier Thomas Walter. Das war ein beinahe Zusammenstoß mit einem Wasservogel. Der gehackte Fisch wurde dennoch sicher gelandet. Der beste Niederländer, Platz 35 in der Einzelwertung. Dieter Friedrichs mit einem seiner 11 Fische. Die geringe Anzahl der Fische zeigt, dass er auf Bonusfisch gesetzt hat. Im Vordergrund der Bondscoach der Niederländer, Jan van Schendel. Er erkundete die Wasseroberfläche am gegenüberliegenden Ufer. Sollten dort aufsteigende Bläschen von gründelnden Brassen sein, würde Dieter mit der Matchroute sein Glück versuchen. Auch Ben Roberts trug zum Erfolg der Europameistermannschaft bei.
Günther mit einem seiner 15 Fische heute. Figyelnél, hogy fog-e valaki nagy DV-t a szektorban? Jó, jó. Die Anspannung wird immer geringer bei Thomas Schwalter. Es ist nicht mehr lange zu fischen. Thomas Schwalter war zu jeder Zeit gut informiert. Nicht nur für seinen Sektor, sondern sein Coach, übrigens ein Jugendangler der ungarischen Jugendnationalmannschaft, war mit Sprechfunk und Telefon mit den anderen Betreuern ständig in Kontakt. Was mich etwas verwundert, war die geringe Zuschauerresonanz bei dem ungarischen Top-Angler. Warten auf das Ende dieser Europameisterschaft. Das Wiegen. Hier will Raisin. Not many today. All right? Yeah. Six. 630 gram. You check the front. 478 gram. Okay, check. Yeah. You take the front. Yeah. Thank you. Yeah. Bam. Yeah. Nee, gewoon in ook hoog aan top, man. Ja. 4 kilo's 954 gram. Thank you. Das obligatorische Bad des neuen Europameisters Thomas Schwalter aus Ungarn. Na. Guti, guti hát. És három egyesünk van. De mit a csapatok? 29.52. 30. Number 3, the bronze medal, to come forward to the stage. Mr. Adelkent from Sweden. Congratulations.
the silver medal, the second place of this European Championship, goes to Mr. Jan Swiatoczyk from Belarus. For Jan Swiatoczyk from Belarus. And now the European champion of 2016. Once before he won the World Championship twice. Most of you know already. European champion 2016, Mr. Walter Tamás from Hungary. Congratulations, Walter Tamás, a great champion, European champion 2016. We're all proud of you. And now use the champagne if you want. You don't, you drink it. For the team. The first day on Saturday I have a very good peg on the upper E section where I managed to get 5 breams. That was the area where the breams were, so I just had to catch them and finished on the first place. And on the second day, after the draw, I had an end peg, D26, which was very poor the earlier days, but was a lucky end peg for me finally. After the first few minutes I had a good eye in the net, and later on one big bream, and also many small fish in the area. So that was the most comfortable match of my life, the second day on Sunday, winning with close to 5 kilos, and the second place was 800 something grams. So it was a big advantage, but in a very lucky situation. I'm very happy now. Thank you. Of course, we start with the bronze medal, the third place. Who should it be? Some know already. The third place, the bronze medal of this European Championship, is Hungary. Second place, the silver medal of this European Championship, and it goes to England. The golden medal is for Wales. Please, ladies and gentlemen, your attention for the national anthem of Wales. On behalf of the International Freshwater Federation, I declare close.